Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Therapie-Vlog von mir. Ja, um es kurz zusammenzufassen, mir geht es ja körperlich besser, das habe ich auch in der Therapie so gesagt, aber mental, psychisch fühle ich mich derzeit wirklich ganz schön belastet. Und es ist jedes Mal so, dass ich nach der Therapie wahnsinnig erschöpft bin, dass ich einfach richtig krass angestrengt bin und die Emotionen hochkochen und es mir einfach dann nicht gut geht und ich so eingenommen bin von den Gefühlen, dass ich mit dem destruktiven Anteil kämpfen muss, der mich zerstören will, ausgelöst durch Selbsthass, Schuldgefühle, und Wut, so, die sich dann gegen mich selbst richtet, beziehungsweise tut sie nicht, weil ich dagegen halte, aber tendenziell ist der Impuls da. Auf der anderen Seite eine ganz große Traurigkeit über meine Vergangenheit, dann ein großes Fragezeichen, was die Zukunft angeht und einfach ganz, ganz viele Dinge da sind, die mich wirklich von einer Emotion in die nächste werfen, also von Traurigkeit, Verzweiflung, Schuld, Schamgefühle, Zukunftssorgen, Ängste und nicht zu wissen, was ich möchte. Ein großes Thema bei mir ist auch gerade, dass ich nicht weiß, ob ich Familie möchte oder also beziehungsweise ob ich mir das zutraue. Ich habe eine wahnsinnige Angst vor Schwangerschaft. Also da kann ich nochmal ein extra Video zu machen, weil ich tatsächlich viele Fragen bekomme, ob ich mir Kinder wünsche und ja, wie das aussieht in der Beziehung und so. Und das ist jetzt, führt jetzt aber hier zu weit. Auf jeden Fall hatte ich jetzt in den letzten Wochen das so, dass ich 2 Tage nach der Therapie ganz stark gegen Selbstzerstörungstendenzen angekämpft habe. Ich meine, ihr habt das so ganz gut hingekriegt. Das Einzige, was halt passiert ist, dass ich mir die Haut aufkratze oder man sieht das hier, glaube ich, im Gesicht, hier und hier und hier, neige ich doch zu Skinpicking und so leicht milderen Formen der Selbstverletzung, sage ich so. Aber jetzt nichts Krasseres im Sinne von Erbrechen oder Essstörung oder Selbstverletzen. Also das habe ich nicht mehr, das habe ich halt, wie gesagt, gut im Griff. Aber ja, auch das nervt mich schon, wenn die Anspannung so hoch ist, dass ich da überhaupt die ganze Zeit gegenregulieren muss. Und dann, wenn ich emotional so überwältigt bin von den Gefühlen, dass ich dann in so einen dissoziativen Zustand komme, wo ich dann gar nichts mehr fühle und einfach völlig runtergefahren bin und auch niemand mehr antworten kann und mit niemandem mehr sprechen kann. Und danach kommt die völlige Erschöpfung, dann weine ich und dann ist es wieder so der Normalzustand. Aber dann sind schon 4, 5 Tage vergangen und dann folgt ja in 3 Tagen schon wieder die nächste Therapie. Also irgendwie ist es nicht ganz so optimal tatsächlich gerade. Dieses Verschlechtern nach der Therapie, diese Erschöpfung, das ist schon irgendwie enorm. Und das liegt nicht an der chronischen Erschöpfung. Ich kann das, wie gesagt, sehr gut unterscheiden. Es wurde mir auch mal gesagt, ja, ob das nicht alles psychosomatisch ist und ob das nicht alles psychisch ist. Nee, ich kann tatsächlich unterscheiden, was jetzt von körperlichen Symptomen herkommt, wie Immunaktivierung oder im überreizten Nervensystem, ist natürlich auch mit der Psyche zusammen klar. Aber ich weiß schon, was eine rein mentale Erschöpfung ist. Das kann ich unterscheiden. Und das ist im Moment vordergründig bei mir. Und ja, woran liegt das denn? Also zum einen natürlich gucke ich mir meine Kindheit an. Das muss ich jetzt hier nicht teilen, weil ich finde, immer über die Familie zu reden, habe ich ja schon in dem Video meine Kindheit so ein bisschen gemacht, dass man da sich so eine Vorstellung grob machen kann. Aber so Details finde ich jetzt nicht gut, dann über andere Menschen so hier öffentlich im Detail zu reden. Genau, aber natürlich macht mich das auch wahnsinnig traurig, dass meine Eltern zum Beispiel nicht früher erkannt haben, wie es mir ging. Ich war ja als Kind schon depressiv, was ich heute erst herausgefunden habe, dass das so war, beziehungsweise das richtig deuten kann. Früher habe ich immer gesagt, ich bin nicht depressiv, dabei hatte ich Suizidgedanken, also ja. Und ich, wenn ich über mein Leben dann nachdenke in der Therapie, ich natürlich wahnsinnig traurig werde, weil durch die Essstörung habe ich so viele Jahre quasi wie nicht gelebt. Das stimmt ja nicht. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert, ich habe gearbeitet. Das lief ja alles ganz normal. Aber so dieses Zwischenmenschliche, da ist einfach so ein Defizit und das gibt mir niemand mehr zurück. Irgendwie Freude, die man erlebt hat, Dinge, die man ausprobiert hat, das kann man ja nicht nachholen. Also Zeit ist so, so kostbar. Das sage ich jetzt jedem, wenn mir jemand zuschaut, der jünger ist und eine Essstörung hat oder eine Sucht hat oder irgendwie festhängt.
versucht, da rauszukommen. Also nichts ist so wichtig wie die Gesundheit, habe ich damals nicht gewusst. Mir war Leistung wichtiger als meine Gesundheit. Aber das ist ein sehr kurzfristiges Denken. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr traurig über die verpasste Zeit im Moment. Und natürlich auch über die verpassten Jahre durch CFS. Und gleichzeitig habe ich sehr stark mit Schuldgefühlen zu kämpfen, weil ich mir gedacht habe, okay, wer weiß, wenn ich mein Leben anders gelebt hätte, wenn ich quasi nicht diese jahrelange Essstörung gehabt hätte, meinen Körper so zerstört hätte, kann man wirklich sagen, zerstört, weil ich war sehr weit unten mit dem Gewicht, ich habe mich 30 Mal am Tag übergeben, ich habe alles im Extrem gemacht, im starken Untergewicht, dann auch noch mit Gewichten trainiert und alles. Ja, also das ist einfach traurig und ich denke mir manchmal, hätte ich doch jetzt mein Wissen, was ich jetzt habe, damals gehabt, aber hatte ich nicht. Also wie gesagt, falls du das zuschaust, ändere jetzt dein Leben. Nicht in 15 Jahren und dann bist du traurig, dass du das Leben nicht gelebt hast, so in diesem Sinne. Genau, also das zum einen. Zum anderen muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich immer noch Schuldgefühle habe wegen dem Schwangerschaftsabbruch. Also dass es immer mal wieder hochkommt, dass ich dann das Gefühl habe, massiv versagt zu haben, dass ich mein Kind umgebracht habe, wo ich bei, also ich weiß, dass das ganz am Anfang der Schwangerschaft war. Ich war sehr, sehr früh. Ich wusste das ja, bevor ich die Periode, bevor die ausgeblieben ist, wusste ich, dass ich schwanger war. Und das ging sehr schnell und es war auch ein impulsiver Entschluss, weil ich einfach wahnsinnige Panikattacken hatte und es mir körperlich auch sehr schlecht ging und ich mir es überhaupt nicht zugetraut habe und ganz, ganz viele Punkte. Da gibt es auch ein einzelnes Video zu. Aber es ist nach wie vor so, dass ich mir Vorwürfe mache, teilweise. Obwohl ich weiß, dass ich in der Situation einfach überfordert war und das nicht konnte. Trotzdem führt das häufig dazu, dass ich dann so einen Selbsthass entwickle und mir auch nichts Schönes gönnen mag oder dann denke, es geschieht mir irgendwie recht, dass ich krank geworden bin. Und da meint mein Therapeut halt auch, dass das eventuell die Heilung auch natürlich blockiert, wenn man diese Überzeugung sozusagen hat. Die habe ich nicht immer, aber es gibt halt diesen Selbstzerstörungsanteil in mir, der dadurch wieder getriggert wurde. Und den hatte ich aber vor der ganzen Geschichte schon. Also diesen starken inneren Kritiker, den Zerstörer, innere, also Selbstabwertung, Selbsthass, das kenne ich ja alles schon. Und Schuldgefühle hatte ich auch vorher schon. Also das ist nichts Neues, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich mich auch nochmal jetzt, also nochmal, ich habe ja deswegen schon eine Therapie gemacht, auseinandersetze und ja, mir sogar jetzt auch in dieser Phase vorwerfe von CFS, dass ich nicht früher aufgehört habe zu arbeiten, das haben mir so viele Leute geraten und ich mir denke, wenn ich nicht krank arbeiten gegangen wäre, dann wäre das Ganze nicht so schlimm geworden und nicht so eskaliert und ich wäre wahrscheinlich schon wieder gesund. Hätte, hätte Fahrradkette, kann man sagen. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann weder sagen, ich hätte jetzt keine Essstörung haben müssen oder ich hätte die Schwangerschaft austragen müssen oder ich hätte sofort, als ich gemerkt habe, ich bin krank, aufhören müssen zu arbeiten, weil krank geht man ja nicht arbeiten. Es bringt nichts, sich selbst die Fehler immer wieder vorzuwerfen. Nichtsdestotrotz ist das passiert und gleichzeitig mache ich mir Gedanken über meine Zukunft. Ich weiß nicht, wie oft ich die Frage gestellt bekomme im Moment, ob ich Kinder möchte, ob ich eine Familie gründen möchte, wie ich mir meine Zukunft vorstelle, was ich jetzt beruflich machen will und dass es jetzt auch mal Zeit wird, wieder zu arbeiten und zu wissen, was man will und überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Und das setzt mich natürlich manchmal auch unter Stress oder es ist definitiv was, was mich auch belastet. Also zum einen sind da gerade so ganz viele Themen, das ist ja eine Psychoanalyse, die ich mache, aus der Kindheit, Themen, die bearbeitet werden, aus meiner Vergangenheit der letzten Jahre. Und ehrlich gesagt finde ich für mich CFS, dieses Gefühl völliger Kontrollverlust über den Körper zusammenzubrechen, ist für mich an sich schon mal eine Ausnahmesituation gewesen, die mich auch nochmal echt belastet hat. Und das Vertrauen in meinen Körper, in meine Fähigkeiten massiv erschüttert hat. Ja, und deswegen ist es, wie gesagt, häufig wirklich so, dass ich die ersten zwei Tage, Montag, Dienstag nach der Therapie,
ganz oft mit einem inneren Zerstörungsanteil zu tun hat, weil Emotionen getriggert werden, wie heftige Aggressionen, Autoaggressionen, Selbstzerstörung und Wut. Ich da, naja, gar nicht in die Handlung komme, das stimmt nicht. Also ich zerkratze mir halt sehr häufig. Also Skinpicking habe ich halt auch, also dass ich überall dran rumquetsche und ich habe eigentlich eine sehr gute Haut, aber ich kratze mir Stellen auf, wo eigentlich gar nichts ist. Und deswegen sieht man das auch gerade so ein bisschen. Eventuell, also ich bin jetzt auch nicht geschminkt, aber ich sehe es halt. Und das zum Beispiel ist was, was nie wieder weggehen wird, weil ich mir das schon ganz kaputt gemacht habe und hier im Auge und so. Also ja, also so ein bisschen milde Formen des selbstverletzenden Verhaltens habe ich trotzdem noch bei hoher Anspannung, dass ich das dann nicht 100% reguliert bekomme. Die Phase danach ist so eine Dissoziation, wo ich mich nicht mehr spüre und auch nicht mehr so funktional handeln kann und niemandem mehr antworten kann und einfach neben mir stehe und wie nicht da bin, wenn mir die Emotionen zu heftig werden. Und dann tauche ich irgendwann wieder auf und bin nur noch am Weinen und alles kommt raus an Traurigkeit, an Schmerz, an Wut, an Verzweiflung. Ja, und dann ist Wochenende und dann habe ich 2 gute Tage und dann geht das Ganze ja wieder los, weil ich dann wieder in der Therapie bin. Das geht auf jeden Fall nicht mehr so. Das werde ich jetzt meinem Therapeuten auch nochmal sagen, dass wir da irgendwie mal gucken müssen. Ich weiß, dass es in der Analyse nicht die Aufgabe des Therapeuten ist, sozusagen die Therapie zu lenken, weil ich habe auch mal gefragt, ja, wie ist denn so der Prozess? Weil meine anderen Therapien waren immer so, dass sie irgendwie so eine Struktur vorgegeben hatten. Und der lässt mich aber einfach erzählen, Assoziationen gibt, fragt so eine Frage zum Beispiel aus der Kindheit und fragt dann einfach so, ja, und wie war das so? Erzählen Sie einfach mal so drauf los. Und wenn ich dann so drauf los erzähle, trigger ich mich aber selber. Das merke ich dann manchmal erst im Nachhinein, dass ich rausgehe und denke, ach, voll gut, wir haben ja voll viel so besprochen. Und dann merke ich aber, wie es emotional anfängt zu arbeiten und bergab geht. Und das ist auf jeden Fall schwierig, also wirklich schwierig zu handeln, wenn da Emotionen angestoßen werden, mit denen ich dann nicht so gut zurechtkomme. Ja. Also zum Glück habe ich vorher eine DBT gemacht, sage ich ganz ehrlich, weil wenn ich das noch nicht gemacht hätte, dann wäre ich jetzt schon wieder in irgendeinem ganz selbstschädigenden Verhalten wahrscheinlich. Aber ich habe es ganz gut sozusagen im Griff. Und ja, Dinge, die mich, wie gesagt, ja auch belasten, ist so die Zukunftsplanung, Familienplanung oder nicht. Zum Thema Schwangerschaftsphobie kann ich auch noch mal ein Video machen. Da kamen dann doch einige Fragen. Da steht halt immer sowas oder dann wird immer gefragt, ja, ich weiß, das ist eine sehr persönliche Frage, aber möchtest du mal Kinder oder so? Kann ich auch nachvollziehen, dass man das fragt. Ich bin ja echt in so einem Alter, ich werde 38, man sollte das jetzt mal abschließen sozusagen. Genau. Also so viel zu meiner aktuellen Therapie. Ich glaube, das ist ganz gut, weil es natürlich auch nötig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt, was CFS angeht, weil ich da die Frage auch bekommen habe, ob mich das zurückwirft in, also in die Erschöpfung. Nee, also ich bin da natürlich mental erschöpft. Ich schlafe auch wesentlich mehr und also ich schlafe mehr, ich esse mehr, ich brauche mehr Ruhe. So, also es kostet schon Kraft, aber es ist nicht so, dass mich das zurückwirft. Also ich habe nach wie vor, was CFS angeht, so eine ganz langsame Steigungskurve, was jetzt meine körperliche Fitness angeht. Also so, das ja, also die Leistungsfähigkeit wird mehr. Was ich aber merke, wenn ich mich mit emotionalen Themen auseinandersetze, nach der Therapie braucht man nicht denken, dass ich mich noch konzentrieren kann. Meine Konzentrationsfähigkeit ist dann null, weil ich so von den Emotionen eingenommen bin. Und das nervt. Aber ist, wie es ist. Und ja, also das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen, wie die Therapie derzeit läuft. Nicht so leicht, aber ich glaube trotzdem ganz gut. Also es bewegt sich auf jeden Fall ziemlich viel in mir. Genau. Ja, so viel von mir erstmal zu diesem Thema. Ich sage danke fürs Zusehen. Und ja, falls ihr Ähnliches erlebt und da irgendwelche Tipps habt, was man nach der Therapie machen kann, damit es einem nicht so scheiße geht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder privat. Ja, dann sage ich erstmal danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss!